Eine Hackergruppe, die sich Ransomet VC nennt, behauptete, in den Sony-Konzern eingedrungen zu sein und drohte, die gestohlenen Daten zu verkaufen. Sie behaupteten sowohl im Internet als auch im Darknet, dass sie alle Sony-Systeme erfolgreich kompromittiert hätten. Obwohl die Behauptungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigt werden können, hat Cybersecurity Connect berichtet, dass Ransomet VC Beweise für den Hack veröffentlicht hat, darunter Screenshots einer internen Anmeldeseite und interner Präsentationen. Es gibt auch einen Dateibaum des gesamten Leaks, der weniger als 6000 Dateien zu enthalten scheint. Dieser Datencache wurde jedoch als klein im Vergleich zu der Behauptung, alle Sony-Systeme beschrieben. Ransomet VC hat damit gedroht, die Daten am 28. September zu veröffentlichen, falls sich bis dahin kein Käufer findet. Die Nachricht weckt Erinnerungen an den kostspieligen PlayStation Network Hack von 2011, bei dem die persönlichen Daten von 77 Millionen Konten abgegriffen wurden. Das PSN war daraufhin fast einen Monat lang offline, was zu Unterbrechungen bei der Veröffentlichung von Spielen und beim Kundendienst führte.